Kartomantie. Kartomantie ist das Wahrsagen mit Hilfe von Karten. Mantie heißt Wahrsagekunst und Kartomantie ist die Kunst des Wahrzusagens nach Karten. Bekannt ist zum Beispiel das Tarotdeck. Es gibt 78 Karten im Tarotdeck, davon gibt es die 22 großen Arkana und die 56 kleinen Arkana. Diese können auf bestimmte Weise gelegt werden und daraus kann man dann Rückschlüsse ziehen auf das, was jetzt gerade anliegt und was sich in der Zukunft entwickeln kann. Kartomantie wird aber auch mit jeder Art von Spielkarten praktiziert. Man kann auch mit Skatkarten Kartomantie betreiben. Kartomantie gibt es vermutlich schon recht lange. Manche sagen, dass Kartomantie so alt ist, wie es auch schon Spielkarten gab. Mindestens seit dem 7. Jahrhundert ist die Kartomantie in China belegt. Kartomantie bedeutet insbesondere, dass man annimmt, dass Zeit eine bestimmte Qualität hat und dass man diese Zeitqualität auf verschiedene Weise deuten kann. Man kann die Sterne anschauen, man kann Kaffeesatz lesen, man kann I Ching-Orakel ziehen, man kann auch willkürlich ein Kapitel eines Buches aufschlagen. All das kann ein Zeichen geben für das, was jetzt gerade dran ist und was sich entwickeln könnte.